Kaliningrad-Domizil analysiert Meldungen russischer föderaler und regionaler Medien, die für eine seriöse Berichterstattung bekannt sind, sowie Meldungen staatlicher Behörden zur Coronavirus-Lage in Russland, zur allgemeinen Information, insbesondere für deutsche Bürger, die sich in Russland aufhalten. 561.091 Erkrankungsfälle sind in Russland insgesamt registriert. Dies sind 7.790 mehr als am Vortag. 9.621 Genesungen gab es am Berichtstag. Somit erhöht sich die Anzahl der Genesungen auf insgesamt 313.963. Es verbleiben noch 239.468 Aktivfälle zur Behandlung in medizinischen Einrichtungen. 7.660 Sterbefälle sind in Russland für den Gesamtzeitraum zu beklagen. 182 Patienten starben am Berichtstag. 15,9 Millionen Virusteste wurden durchgeführt, somit 300.000 am Berichtstag. Dies entspricht einem getesteten Bevölkerungsanteil von 11%. Schwerpunkt der Coronavirus-Erkrankung ist der Großraum Moskau mit 262.868 Erkrankten. Weiterhin befinden sich in der Top-5-Gruppe der Großraum St. Petersburg mit 25.888, die Region Nischni Nowgorod mit 14.881, das Gebiet Sverdlovsk mit 10.247 und das Gebiet Rostov am Don mit 8.097 Erkrankten. 2.195 Erkrankungsfälle sind im Kaliningrader Gebiet insgesamt registriert, 34 mehr als am Vortag. Dies sind 0,4% der Gesamterkrankungen in Russland. 44 Patienten konnten am Berichtstag aus den medizinischen Einrichtungen entlassen werden. Damit beläuft sich die Gesamtzahl der Genesenen auf 1.127 Personen. Am Berichtstag meldet das regionale Informationszentrum keinen Todesfall. Insgesamt hat Kaliningrad 35 Sterbefälle zu beklagen. Bewohner und Besucher des Kaliningrader Gebietes sollten die rot hinterlegten Hinweise in der Grafik beachten. Verletzungen dieser Festlegungen haben Folgen im Rahmen der russischen Gesetzgebung.